Na, guck mal, hier habe ich noch nicht mal das Ding abgerissen. So weit bin ich zurückgegangen. Okay, das Loch öffnet sich einfach woanders. EMP-Granaten erwerben. Ja, wie man sieht, klappt das gut. Das alles halt eben noch aufzubauen, das hat einfach keine Zeit für. Okay, Dach ist abgerissen. Junge, willst du mich verarschen? Nimm doch das Dach erstmal ab. Abbrechen. So, die können nur in dem Bereich dann befehligt werden. In ihrer Umgebung. Das ist aber komisch gemacht. Dann geht alle in den Raum hier rein. Sie können innerhalb der Reichweite des Mechanitors umhantieren. So. Boomtor ist offen. Doofes Loch. Trink mal einen Tee. Die kämen natürlich jetzt erstmal gegen die Dryaden.
Lass auch meine Tiere in Ruhe. Ekelhaft. Die Bella hat eine dunkle Vision. Oh, kannst dich mal... Zurückgewiesen von Erika. Du bist ständig zurückgewiesen. Komm da einfach mal klar drauf. Da kommen noch mehr? Ja, ich muss aber nachladen, Elsecken. An sich zählt diese Dev gar nicht. Vor allem, ich hasse, also ich habe sie zu nah an der Basis stehen. Ich brauche ein bisschen mehr Distanz. Ja, tut mir leid, ist so. Nachladen ist wirklich low. Muss ich leider über mich sagen. Lama Move. Magen und rechte Schulter. Also ich glaube, ohne Magen lebt ihr relativ lang. Weißt du, was mir gerade auch auffällt? Ein lustiges rundes Bild. Kannst du da nicht irgendwie den Rand anpassen? Du meinst, wo ich rausgucke? Ja, kannst du. Das ist eine Maske. Also du kannst da alles für machen. Ich habe halt nur rund genommen. Ich dachte, ich mache irgendwann mal einen Penis rein. Ich meinte, eine Rakete. Weil ich so eher schlanker Typ bin. Ich weiß nicht, irgendjemand hat gesehen, das mit dem Kreis. Jetzt ohne Witz, was soll ich denn um das Grubentor bauen? Ich muss ins Grubentor runtergehen, wenn die Leute fit sind wieder. Der Übergang zum Screen. Die Abkantung. Meinst du, das ist zu... Also, ja, also, du kannst das anpassen. Pinke doch erstmal ins Loch oder schmeiß dein Müll da rein. Ich könnte den Müll natürlich mitnehmen. Und da unten hinlegen. Einen großen Korken aus Holz schnitzen.
Okay, du wurdest behandelt. Deine Bumelupe ist verrückt geworden. Den äußeren Kreis transparent machen. Duisburger ist immer anwesend hier. It's me. Schnell! Sonst fackelt uns die Bude ab. Oder mein Giftmüll verbrennt. Meine Trigger-Drianen haben sogar überlebt. Die wurden nur verletzt. Wenn der Giftmüll brennt, warum bringst du nicht in der Ecke der Karte und fackelst ihn ab? Also der wird sich ja auflösen. Man könnte ja theoretisch, würde ich sagen, Giftmüll einfach an den Rand der Karte und da ist dann halt ein Giftmüll-Depot und da liegt dann alles rum. Aber es hat bestimmt Auswirkungen auf die Natur. Giftmüll-Ghouls greifen plötzlich an aus der fünften Dimension. Irgend so ein Blödsinn passiert dann doch. Von Menschen gebissen worden. Wir haben alle unsere Päckchen zu tragen. Wie wär's, wenn du dir mal was zu essen bringst? Ah, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass das ja geht. Dann lass Misty und Libelle mal Medkits mitnehmen immer.
Juhu! Na, wann kommt ihr? Da. Da liegt 10 Biopherit einfach rum. Die Musik ist auch wild geworden in RimWorld. Ja, ich höre den Sound, sind noch nicht ready, das muss ich morgen machen. Moment, du meinst für übermorgen? Ja, Mittwoch. Schock mich doch nicht. Kann man Pfeilen umstellen? Vielleicht? Ja, das kurz einen inneren Schock, hab gedacht, verdammt, ich habe jetzt gar keine Zeit mehr. Mal Tür zu machen oben. Solange unser Plan für Sonntag steht, was für ein Plan? Ich kann Molotows bauen. Kommen die Chimären noch? Das war nur Verderben. Hier ist dein Verderben. Mach doch keine Tür auf, wenn du sagst, dass das Verderben kommt. Spiel will ich verarschen. Machen die jetzt. Schälen die jetzt da unten?
Oh nein! Mit dieser Asymmetrie kann ich nicht leben. Verdammt, es wird so asymmetrisch. So, Chimären greifen endlich an. Ich kann aber auch meine Leute nicht weiter nach vorne setzen, weil ich dann das Problem bekomme, dass mir in den Rücken geschossen wird. Von dem Geschütz hier oben zum Beispiel. Ist okay. Ich habe aber an den Mechs nicht gedacht. Miau. Willkommen. Das war mir klar. Die Autokanone hat sie getroffen. Blackhand, dein Gehirn hat einen kleinen Schuss abbekommen. Aber es wird schon wieder. Das mit den Kartoffeln ist übrigens alles in Ordnung. So, Erika hat nur eine Prellung gehabt. Okay, die zerstörte Niere ist jetzt nicht so schön. Aber du hast ja noch eine. Überziehe schon wieder komplett die eine Folge hier. Jetzt holst du 25 Stahl. Achso, ne, wir haben noch einen offen. Einen weiteren Konstru-Kit. Herzustellen. Danach können wir den Zerstörten wieder beleben. Wundinfektion. Fressattacke von Fritz, weil... Keine Ahnung, weil es dem so gut geht anscheinend.
Verdammt, ich dachte, ich habe den Kampfmodus schon ausgemacht. Die Fallen machen zwar nicht viel Schaden, aber die verlangsamen. Wie oft kamen die Gegner schon aus der Richtung, in die die Verteidigung ausgerüstet wurde? Diese Zahl existiert nicht im mathematischen System. Ach, Ben Acton. Ich baue jetzt Fallen, weil ich kein... Also ich habe keine andere Verwendung fürs Holz mehr. Es gibt gar keinen. Wie heißt das? Minenarbeiterbot. So, Anbau nicht mehr erlauben. Gut. Du wurdest bekehrt in deinem Glauben. Dann können wir jetzt versuchen, dich mal langsam zu rekrutieren. Und bei dir wird das noch eine halbe Ewigkeit dauern. Ah ne, du bist auch schon recht weit. So, deine Wundinfektion ist auch durch. Weiß ich nicht, was er meint. Es sind doch alle dabei. Tod der Trigger-Triade ist jetzt nicht so schlimm, das ist ja kein Haustier. Ah.
Zerstückelung des Leides war wundervoll. So, dann geht direkt wieder rein und macht Führungsrede. Und weitere schöne Bäume sind aufgekeimt. Funktion unbekannt. Aber Qualität war gut. Da, 5. So, ich weiß, ihr wollt abbauen, aber kommt mal her. Wir werden jetzt die Muffalos da oben auseinandernehmen. Für Fleisch. Wenn die sich alle rächen, laufen die wenigstens in die Geschütze rein. Zeit zu sterben, Bummelupe. Gibt ja mal eine Chance, dass die ganze Herde sich rächt an einem. Deshalb gehe ich lieber mit allen Muffalos jagen, anstatt einen einzelnen loszuschicken. Oh, guter Schuss. Löscht das Feuer. Ich glaube, der Putzhelfer hat gerade versucht, das Feuer mit seinem Wedel zu machen. Ein einsames Genie. Nähert sich der Kolonie. Darkwood. Jetzt verwandelt er sich in ein riesiges Monster und tötet mal Libelle. Die seltsame Gestalt murmelt ständig etwas von einem wissenschaftlichen Durchbruch. Alles, was sie braucht, ist ein Labor. Wenn du sie bleiben lässt, wird sie ihr enormes Wissen mit dir teilen. Es ist schwer zu sagen, ob sie geisteskrank oder ein Genie ist oder beides. Sie kennt sich bestens mit allen Dingen aus, die mit der Lehre zu tun haben. Sie kann unnatürliche Phänomene, mein Gott,
Phänomene schneller studieren und andere unterrichten, wenn sie die Gelegenheit dazu bekommt. Beitritt erlauben. Also die letzte, die wir mit reingenommen hatten, war ja auch okay. Also die ist irgendwann wieder gegangen. Aber haben wir wenigstens jemand, der studieren kann. Und direkt sich bedient an meine Waffenkammer. Gute Nacht, mega ungenau. Sind die alle schon auf einer Party? Das sieht nämlich hier unten so aus. Achso, es gibt ein Konzert. Lover veranstaltet ein Konzert. Dann will keiner zur Opferung kommen. So, ich mach... Nee, nicht... Boah, jetzt hätte ich fast geladen. Wir machen mal eben eine Speicherung. Und dann gehen wir mal in die Höhle. Wir erkunden das Loch. In den Tiefengrube hast du ein riesiges Höhlensystem voller Fleischbeste entdeckt. Das Höhlensystem ist mit Unmengen an lebendem Fleisch vollgestopft, was das Vorankommen blockiert. Greife die Fleischmassen an, um es zu zerstören. Käfer.
Ich fühle mich schon ein bisschen wie bei XCOM. Aber hier kommst du wenigstens noch wieder raus aus dem Loch. Kannst das Seil hier benutzen, was da hängt. Gibt's in XCOM Fleischhöhlen? Nicht unbedingt. Aber dass du halt wirklich auf, also mehr auf Missionen gehst. Ihr macht das super. Ich denke, dass es diese Folge nicht bei X-Hamster gibt. Ganze Kolonie untersucht Loch. Neun Leute, ein Loch. Ich bin schon so lange in dem Loch, ich weiß gar nicht mehr, wie Licht aussieht. Und riechen tut's auch komisch. Tolle Tür. So bestimmt die super mega Fleischbestie. Ah, da hinten läuft schon mal Knollenmonstrum. Eine eklige, schleimige Verschmelzung von vielen kleinen Fleischbestien. Soll sich wie bei guten Horrorfilmen aufteilen. Nein, ich sollte auf jeden Fall irgendwo nach oben gehen. Weil wir sind im Keller und hier sind die Monster. Ah nee, dann sollte man noch tiefer gehen am besten. Blackcan, du hast einen neuen Helm bekommen. Oh, ich sehe schon, du stehst aufs Zungenspiel.
Lass mich deine Knospen zerschießen. Was? Darkwood hat Fernkampf nur 2? Komm zurück, du dämliches Schnoddervieh. Ekelhaft. So, ich will raus aus dem Loch erstmal. Beziehungsweise, ja. Wir holen uns erstmal ein bisschen von unserem Gekämpf hier unten. Achso, wenn du ein Reichtum auf 350.000 erhöhen kannst, dann würden sie die Siedlung übernehmen. Als Gegenleistung bieten sie dir einen Teil einer Karte an, die den Standort eines antiken Archotech-Nexus zeigt. Man geht davon aus, dass der Archotech-Nexus ein Übergang ist, durch den eine archotechnische Superintelligenz die physische Welt beeinflusst. Achso, das ist das, wo ich die, den ganzen... Also dieses Gedankenkontrollding machen, ne? Bind mal die Batterie bitte an. Also einer der etwas schwereren Enden. Ein 35-jähriger Einsiedler namens Vlad kontaktiert aus der Nähe. Er berichtet, dass er eine unterirdische Insektenkolonie vergiftet hat. Doch jetzt ist er mit Pheromonen durchtränkt und die Insekten machen Jagd auf ihn. Eine Plage von 4 Insektenkolonien, wenn du Vlad aufnimmst. Vlad, das ist, glaube ich, ganz dein Problem. Ich habe ein Problem mit Insekten. Vlad ist auch kein Vampir. Der sagt dir, das ist ein alter Familienname. Nee, ich bin psychisch einfach gestört, wenn es darum geht, dass irgendwelche Insekten oder so auftauchen. Never. Ich möchte aber nicht so viel laden und speichern. Auch wenn ich Gott bin.
Wir sind halt robust. Das ist die Sache. Und robuste Gegner kann man schlecht zerstückeln. Obwohl die Auto-Shotgun, seitdem ich mit der mehr spiele, läuft das eigentlich ganz gut. Mein Magen hat ein komisches Geräusch gemacht. Der Vorteil, die Berge in Streifen aufzubauen, ist, dass du die Minereien findest, die im Berg drin sind. Es sind immer zwei Felder. Also das Loch selbst kannst du wohl, also das große Loch, es wird ja geschrieben, steige hinunter und finde heraus, wie du das Loch instabil machen kannst. Das Mechanoinhäuschen ist offen, deshalb sind ja auch hier Agrarhelfer unterwegs und Konstruktionshelfer und Transportdrohnen und Lastenheber und Giftmüll auf der Karte. Ach, du meinst hier die alte Ruine, die hier ist zum Beispiel, an der ich vorbeigelaufen bin. Nee, habe ich noch nicht erledigt. Es gibt doch hier genug zu tun. Du siehst ja, was hier los ist.
wobei, das ist ein bisschen im Schusswinkel der Geschütze. Vielleicht nicht ganz so geil an der Stelle. Weil lieber auf der Seite, wo wir keine Geschütze haben. Dazwischen wird das bestimmt von irgendwas mal zerfetzt. Ja komm, lass uns das hier machen. So, Transportkapsel abgeschlossen. Na, gehen wir mal in Richtung Fabrikationsschiff. Nicht Schiff, sondern Fabrikationstisch. Dann brauchen wir hier auch noch die Startrampe. Damit wir Giftmüll rumschießen können. Oh, wir haben jemanden in Gefahr abgewiesen. Ja, du bist natürlich ein Heiliger. Da gehört die Transportkapsel hin. Ich baue das zu selten, das Ding. Wobei das ja auch eine ganz witzige Sache ist, um Raid zu machen. Also um seine Leute einfach rüberzuschießen. Können nur 25 Giftmüll transportieren. Die Mafflos hätten mehr tragen können. Blüpp. Verseuchung gestiegen. Fraktion Sosses wurde verärgert. Basis verseucht. Keine Ahnung, wo der Atommüll herkam. Da, aus der Richtung kam er.
So, Jabu ist ja zurzeit schießwütig, dann kann der auch jagen gehen. Sänger der Kultisten sind aufgetaucht, die jetzt singen werden. Um meine Kolonisten wütend zu machen. Geil ist übrigens Entmenschlichung. Die können ja mal ein Opferritual bei mitmachen. Fleischpeitsche. Muskulöser Tentakel am Ende. Der steht da einfach und macht nichts. Oh, die Kultisten sind in Trance und reagieren nicht auf Angriffe. Aber ist schon solide, wenn die auf Kopfschüsse nicht reagieren. Dass die Soldaten in die andere Richtung gehen und die oben ausschalten. Ne, die folgen mir, das ist ja Kacke. Flüsternder Hassgesang. Wenn man die Regale braucht, braucht man keine Lagerfläche mehr. Es kommt darauf an, wie viel du einlagerst. Also irgendwann wird es halt ein bisschen voll. Schießt den einfach in den Kopf! Danke nochmal!
Ach, plötzlich sind da auch Kultisten mit richtigen Waffen. Überlebt sich selbst wieder. Todestrotzkrankheit. So, jetzt war's aber mit dem Wiederbeleben. Meine Geschütze sind so doof, sich zu verteidigen, ey. Das ist wieder so ein abgefuckter Kack. Oh, eine seltsame metallische Sphäre ist erschienen. Es tut weh, in ihrer Nähe zu sein. Du könntest die Sphäre angreifen, aber dann weißt du nicht, wie sie sich verteidigen wird. Oder du könntest sie einfangen und lernen, ihre Kraft zu nutzen. Vor allem, was ist das denn? Danke, dass ihr meinen Langstreckenscanner als erstes kaputt macht. Boah, die kämpfen wie die Wilden, das ist ja echt ätzend. Belebt er sich wieder? Ja. Mit der Shotgun einfach ins Gesicht! Also bestimmt alles biokodiert, oder? Nö, ist nicht... Nein?
Alle in einer Stunde tot. Keine Zeit mehr, irgendwen zu übernehmen. So, rette Erika. Aber richtig ekelhaft. Scheiße. Ich weiß wieder, warum ich die da hochgebracht habe. Weil er sich wiederbelebt. Toll. Nicht schlimm. So, den jetzt zu holen macht keinen Sinn, weil der ja in 24 Stunden sowieso sterben würde. Eine dunkle metallische Sphäre, die mit gebogenen und gezackten Furchen bedeckt ist. Die Sphäre strahlt Schmerzen aus. Wobei Schmerzen ja nicht schlecht sind. Meine Leute stehen alle auf Schmerzen. Ja, bring die einfach mal rein. Was soll schon schief gehen? Upsala. Oh, wir bringen 7,2 Bioferrit am Tag. Meine Religion freut sich aber, wenn was weh tut. Deshalb ist das schon in Ordnung, wenn die Sphäre bei uns einfach in dem Ding drin steht. Du, 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 du. Wie viel Energie die bringen würde.
Hallo, arbeitet hier noch jemand? So, mein neuer Rekrut. Du hast dich direkt angezogen. War noch eine Schutzjacke da und ein Helm. Könnte schlimmer sein. Ah, du bist die mit dem Bohrarm. Die mit dem Bohrarm und Arzt ist. Hühner sind in meinem Lager, weil die gerade zusammengetragen werden, bis der Stall wieder steht. Meinst du, sie ist ein Zahnarzt? Nein. So, jetzt sammelt er die ein und bringt die alle, na, so viele er mitnehmen kann, ins Gehege wieder. Du, 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 du. Nichts da, reparier den. Kapsel beladen. Kapsel starten. Kapsel wegschicken. Also echt, dass die Umwelt so verschmutzen, ist echt nicht gut. In den heutigen Zeiten. Du hast jetzt ein Bett. Tut mir leid, ich hatte vergessen, das für dich einzuschalten. Zuweisung Katrin. Auch 3 medizinische Kits soll die mal mitschleppen. Also wenn jetzt mit dem rechten verbunden ist, dann generiert die Sphäre auch 920 Watt. Und kommt mit der 53er Eindämmung aus. Also wenn die Sphäre nicht weg will.
Sollen wir immer auf den Tacho gucken? 11:30, ich habe heute ein bisschen früh angefangen, 6 Stunden Stream, wir könnten mal aufhören. Nicht, weil ich euch nicht mag. Sondern, weil ich morgen relativ früh wieder raus muss. Ach, der Raum ist offen. Ja, wie schnell ihr gute Nacht sagt, wollt ihr mich loswerden oder was? Also wirklich. So, Sarai kann das biokodierte Sturmgewehr nehmen. Katrin hat noch nichts. Du kannst sie mit dem Nervtöter bewaffnen. Aber das ist ja auch nur eine Stun-Waffe. Ach, du hast Fernkampf 2. Dann nimm die Schrotflinte. Ich bin noch nicht weg, ich weiß. Gib mir eine Sekunde. Ja, die werden dann da. Ich habe eh zu wenig Stahl auf Lager, obwohl wir gerade Stahl abbauen. Aber wäre schon wieder das meiste dann direkt weg. Da haben wir auch noch Stahl. Hier oben auch noch. Aber wir haben das, wir haben die Karte schon ziemlich leer gefegt. Warum gilt das als draußen? Ach so, ach, dazwischen. Ach, irgendjemand hat den Vorhang zerschossen. Also einige der neuen Gegner und Mechaniken sind echt übel. Ja. Wobei mit den Hasssingern hätte man ja auch sich aufsplitten können und die einzeln angreifen. Also in Gruppen aufteilen, damit man schneller ist. Oder hinrennen und einfach Langschwert durch den Schädel.
kam gar keiner mehr aus dem Loch, ne? Er hat's gesagt. So, Holz zerfällt nicht mehr. Für die Leichen darf ich ihn anmachen wieder. Entschuldigung. Mit dem Tool Boden entseuchen erweitern kannst du Bereiche definieren, in denen verseuchter Boden gereinigt werden soll. Was einfach bedeutet, selbst wenn ich irgendwie, also wenn ich was habe, was Boden verseucht, wird das auch wieder, es wird mehr Giftmüll. Bestimmte Kleidung, Implantate und Genveränderungen bieten Schutz gegen Vergiftung. Libelle hat mehr über das Innenleben der Noziosphäre herausgefunden. Ihr einziger Zweck scheint es zu sein, alle Lebewesen in ihrer Nähe Schmerzen zuzufügen. Libelle glaubt, dass er die Noziosphäre in eine Waffe verwandeln kann, aber dazu musste er sie erst weiter studieren. Wenn das geschützt fällt, sind wir eh alle am Arsch. Eine Horde von 39 schlürfenden, faulenden Leichen nähert sich. Sie greifen aus mehreren Richtungen an. Und die kommen sogar wirklich. Tja, guter Zeitpunkt aufzuhören. Zukunft. Pass auf.